Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars: The Old Republic. So, wir sind back. Ich habe kurz ein bisschen was umgestellt. Wie sieht es mit der FPS aus? Kann ich das kurz ansehen? Ich drücke die jeweilige Tastenkombination und es wird mir nicht ange... Ah, doch, da oben. Ja, passt. Paar Frame Drops, aber die passieren beim MMO tatsächlich. Gut, wir müssen zurück zum Meister Relax, weil wir haben ja die verbissenen Padawane gerettet. Die waren halt wirklich zu unfähig, wie ich es auch gerne sage. Ich benutze die gute alte Teleportationsfähigkeit. Ha, kein Padawan kann das. Niemand. Ich bin einfach ein spezieller Dude. Kann alles. Guck mich an. Findest du mich jetzt geil? Der Sender funktioniert und ein Gleiter ist unterwegs. Ihr konntet diesen Padawanen wirklich helfen. Ja, nennt mich geil. Da wimmelte es von Fleischräubern. Ich bin sicher, dass immer noch viele von ihnen in der Nähe sind. Keine Sorge, es sind bereits erfahrene Jedi auf dem Weg. Wahrscheinlich wollt ihr euch nun wieder euren Prüfungen zuwenden. Ich danke euch. Möge die Macht mit euch sein. Wenn ich dafür bezahlt werde, dann ja. Spaß. Okay, wir haben jetzt Handschuhe bekommen. Wir müssen jetzt zu diesem Tunnel gehen. Oder Höhle. Höhle, Tunnel. Ach, ist doch alles dasselbe. damit wir die Fleischräuber hier mal wegbekommen. Weil die vermehren sich hier sonst. Weil sie laufen. Oh, laufen. Kann ich ja währenddessen mal kurz die Fähigkeiten alle rausholen. Haustiere habe ich keine. Allgemein. Ja, stimmt, die könnte ich mal hier draufpacken. Bestrafen. Oh mein Gott, ich kann meine Gefährten bestrafen. Ich höre irgendwelche Schreie im Hintergrund. Alter. Was ist das für ein Game hier? Faustangriff. Ich kann voll brutal werden. So. Mal das mal alles da drauf gelegt. Ja, Haustiere habe ich noch nicht. Ich kann aber tatsächlich zur Sammlung gehen. Und dann kann ich auf Transportmittel gehen. Kann ich die, die ich schon mal hatte, mir wieder zurückkaufen. Da seht ihr es. Du hast diesen Gegenstand mit einer. Deine ganze Fähigkeit. Was? Ganze Fähigkeit für die alle kaufen, um die Kopie des. Ja, warum kann ich das dann nicht mir jetzt nehmen? Alle Charaktere deines Benutzerskonto können Kopie diesen Gegenstand erhalten. Ja, wie mache ich das denn? Du erfüllst nicht die Voraussetzungen. Hä, und welche Voraussetzungen brauche ich denn? Oder ist das jetzt nicht. Das Objekt darf ich. Hä, ich verstehe gar nichts hier. Fühlt sich die Voraussetzungen. Ah, hier, guck mal, das Objekt kann ich mir freikaufen. Ja, Kauf bestätigen. Habe ich es jetzt gemacht? Ah, ich glaube, ich weiß, warum ich das nicht machen darf, weil ich noch nicht den Gleiterpass habe. Bekommt man hier, glaube ich, erst ab Level 10. Oder war das ab Level 10? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Dann müssen wir halt jetzt erstmal laufen. Macht nichts. Muss jeder durch. So, währenddessen da jemand kämpft, laufe ich daran vorbei. Wo ist die Höhle? Ah, da hinten. Gut, ich werde sie finden, keine Sorge. Und da ist sie auch wieder. So, ja, das weiß ich schon. Die Story-Portale. Die droppen bisher halt echt nur Schrott. Hauptsache, die XP stimmt.
Ich will kein Padawan sein. Vor allem, wo ist mein Meister? Also der sah jetzt nicht aus, als wäre mein Meister. Das werden wir vielleicht später noch rausfinden. Boah, hoffentlich sehen wir noch Coruscant. Weil ich weiß, den Planeten kann man auch bereisen. Darauf hätte ich echt Bock. Was geht hier ab? Hört auf zu kämpfen, Padawan. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Weil der Orden sich entwickeln muss. Und ihr seid schwach. Wenn ihr kämpfen wollt, kämpft mit mir. Was auch immer euer Problem ist. Ich bin hier, um es zu beenden. Ihr seid gefährlich. Ihr habt meine Soldaten getötet. Soldaten? Verräter! Wir greifen nicht an. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Ich spüre eine furchtlose Macht in ihnen trägt. Die dunkle Macht. Gebt Legt auf. Legt eure Waffen nieder. Ich möchte euch nichts tun. Der alte Orden ist tot. Lang lebe der neue Orden. Scheiße, er hat schon ein Lichtschwert. Oh ja, du willst einen neuen Orden machen? Dann mach doch Order 66. Ha, geht aber nicht, weil du tot bist. Loser. Bin halt stärker als du. Obwohl dein Lichtschwert hatte. Also ich würde mich so schämen, wenn ich daran sterbe. Ach, geht es euch gut? Was ist geschehen? Dank der Macht seid ihr beide sicher. Dieser Mann ist kein Jedi. Zumindest keiner von uns. Er führt diese Fleischräuber an. Er hat den Angriff auf das Trainingsgelände angeführt. Er nannte die Fleischräuber seine Soldaten. Ich habe den Rat gewarnt, dass diese Eingeborenen keine primitiven Tiere sind. Das ist der Beweis. Dieses Lichtschwert, es ist mir irgendwie vertraut. Seltsam. Du hast diese Angreifer ganz allein nur mit einem Übungsschwert abgewehrt. Beeindruckend. Ich bin halt einfach der Beste. Ja, so bin ich halt. Die Macht war mit mir, wie immer. Verwechsle Selbstsicherheit nicht mit Arroganz, Padawan. Deine Lehrer hätten dir den Unterschied beibringen sollen. Ich war Die Schlacht arrogant. Ist vorbei. Doch wir sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen. Und was habt ihr jetzt vor, Meister? Oh, er benutzt die Macht. Hier schon Epilepsieanfälle mit diesen ganzen Ruckeln. Das sollte sie erstmal fernhalten. Den Trick will ich auch können. Ich möchte lernen, wie man das macht. Du musst nur ein paar Jahrzehnte lang üben, dann hast du es im Handumdrehen raus. Das ist ja wie so ein Job lernen. Viel zu lange dauert das davor. Noch nicht. Ich werde dich zu einem Medicenter bringen. Du scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Könnt ihr mir den Weg weisen? Ich bin gerade erst auf Tython angekommen. Wo muss ich hin? Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinausführt. Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich dort. Stell dir mal vor, er hat gesagt, du musst nach draußen gehen, dann nach links, nach rechts und dann auf den Berg hinauf. Das ist ja so geil gewesen. Okay, am besten ich gehe zum Gleitertypen und dann lasse ich mich einfach dahin transportieren. Scheiß mal auf Laufen. Apropos Geld. Ich habe doch jetzt noch genügend, um mein Inventar zu erweitern. Ja. Dann geben wir das doch aus. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Grüße. K.
Karen So macht sich auf den Weg zum Rat der Jedi, um ihre Padawan-Ausbildung zu absorbieren. Ja, das war schon richtig. Ui. Bei welcher Taste war nochmal hat ausmachen? Und was sind das für Standbilder gerade? Alter, was waren das für Standbilder? Okay, F6 war es, glaube ich, oder? Was, F6? Ich habe, glaube ich, irgendwas aktiviert gerade. F6 war es nicht. Warte, ich muss kurz gucken. Was war das nochmal? Steuerung. Tastenbelegung. Kamera. Kleiner vergrößern. Interface. Wo kann ich das halt ausmachen? Ja, warum steht denn das hier alles nicht? Tastenkürze? Ach, das ist doch alles bescheuert. Ich will... F5? F4? F3? Okay, ich höre auf, irgendwelche Tasten zu drücken. Gleich habe ich wahrscheinlich noch die Aufnahme gestoppt. Ich guck mal lieber. Nee, die Aufnahme läuft noch. Alles gut. Ich wurde schon wieder gecallt hier. Wer nervt mich hier schon wieder? Padawan, ich bin Satil Shan, Vorsitzende des... Das ist doch die aus dem Trailer! Ich würde mich gern unter vier Augen mit euch unterhalten, bevor wir uns mit den anderen treffen. Oh, aber natürlich. Lasst mich raten. Mein Ruf eilt mir voraus. Euer Ruf interessiert mich nicht. Hey! Kommt in meinen Meditationsraum im Tempel. Wir sprechen dort. Ich bin jetzt so eine richtige Diva. Ah, guckt mal meinen Charme an. Ja, da bist du schon rot, wie mein Gesicht. Ja, Roleplay ist so cool. Ich mag sowas. Okay, wir müssen nach links. Immer nach links. Noch. Oder war es Alt-F6? Oder STRG SF6? Irgendwas war doch damit. Ich weiß doch auch nicht mehr. Ach Leute, ich habe das Spiel seit Monaten nicht mehr gespielt. Gut, hier rein. Oh, sie meditiert gerade. Nicht stören. Willkommen, Padawan. Überall im Tempel hört man schon von eurem Heldenmut im Trainingsgelände. Ich bin einfach die Geilste. Erzählt, wie ihr gegen die Fleischräuber gekämpft habt und gegen einen Machtanwender mit einem Lichtschwert. Das muss eine sehr beunruhigende Konfrontation gewesen sein. Geht es euch gut? Besser denn je. Ich habe gewonnen. Das ist alles, was zählt. Gewalt kann selbst die erfahrensten Jedi aus dem Gleichgewicht bringen. Das Beenden eines Lebens erschüttert die lebendige Macht und denjenigen, der die Tat ausgeführt hat. Darum gehen Jedi Kämpfe ruhig und mit der Kraft des Verstandes an. Emotionen wie Angst und Wut führen zur dunklen Seite. Ich bin doch kein Obi-Wan. Mein Feind schien ruhig zu sein. Der Mann, gegen den ich kämpfte, war nicht ängstlich oder wütend. Nach außen hin vielleicht nicht. Es ist so, wie der Kodex der Jedi es uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Denkt an diese Worte, wenn die Dunkelheit kommt. Das klingt aber auch irgendwie sehr einseitig. Der Kodex ist eine Quelle der Kraft, aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern des Rats. Naja, ich find's auch jetzt nicht so geil. Also jetzt mal so ein Real Talk, dass die Jedis nur so einseitig schauen und nur an Frieden denken und keine Gefühle an sich haben sollen. Das wirkt schon auch nicht so gut. Wenn wir so die Sith sehen, natürlich, die sind auf Rache, auf Gewalt und auf Besessenheit getrimmt. Aber dass die Jedi nur auf Frieden und ohne auf Gefühle achten, ist halt auch nicht so geil. Also beide Seiten scheinen da so ihre Schwächen zu haben. Oh, wir gehen in den Rat. Boah, da sind hier viele. Revan! Revan is back! Revan. Und wer bist du? Der sieht auch cool aus. Alter. Was seid ihr? Okay, ihr seid immer nur irgendwelche NPCs.
Wie geil. Da ist ja keiner da. Ah doch, da sind sie. Ich hab's gerade nicht gesehen. Ich habe die Tempelarchive durchsucht. Dieser Machtanwender, der die Fleischräuber anführt, hat nie eine Jedi-Ausbildung erhalten. Dann haben die Sith uns gefunden. Sollten wir uns nicht auf sie vorbereiten? Beruhigt euch, Padawan. Im Moment ist das alles noch nicht sicher. Aber wir haben alle eine anwachsende Dunkelheit gespürt. Vielleicht wird sie endlich enthüllt. Hier ist definitiv Dunkelheit. Ich spür das. Der Feind, dem ich mich stellte, wollte den Jedi-Orden vernichten. Viel dunkler kann es nicht werden. Na, das hat den Raum jetzt aufgehellt. Dies ist der Padawan, der unsere Leute im Trainingsgelände gerettet hat. Dies sind Meisterin Kiwix und ihr äußerst mitteilsamer Padawan Kira. Die anderen Meister werden von fernen Welten übertragen. Kloton oder Klopon. In der Tat. Die Sicherheit des Tempels wird unerwartet gefährdet. Bis heute waren die Fleischräuber unorganisierte Wilde. Sie haben sich kaum über Nacht verändert. Das sind ganz offensichtlich falsche Informationen. Wir haben die Eingeborenen ganz klar unterschätzt. Der Mann, der die Fleischräuber angeführt hat, war vermutlich nicht alleine. Ein großer Teil Tysons ist noch unerforscht und wir haben nur wenige Ressourcen zur Verfügung. Ich kümmere mich darum mit der Hilfe meines neuen Padawans. Orgis, ihr habt seit Coruscant keinen Padawan mehr angenommen. Die Macht ist stark in ihr. Stärker, als ich es seit Jahrzehnten gesehen habe. Digga, seine Frisur ist so geil. Um die Ausbildung dieses Padawans zu beenden. Wirklich, seine Frise. Er hat so eine hochstehende Haare, aber nur vorne. Ich schon. Euch selbst. Wenn ich so etwas Besonderes bin, sollte mich da nicht der allerhöchste Jedi ausbilden? Meine Pflichten dem Orden gegenüber gehen vor. Und unterschätzt Meister Orgis nicht. In der Kammer unten findest du Ausrüstungsgegenstände. Statte dich aus, wir treffen uns dort. Zwischen Ausrüstungen. Aber geil, Kloton oder wie der Typ heißt, ist back. Ist der nicht erst in Clone Wars? Aber okay, man weiß ja nicht, wie lange diese Spezien überleben. Er hat Old Republic überlebt und er hat Clone Wars ein bisschen miterlebt. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Ich darf nicht mal kurz ein bisschen Abenteuer erleben. Jetzt muss ich wieder mit irgendjemand reden. So, irgendeine Ausrüstung soll ich jetzt von Meister Orgis holen? Ich finde, ich muss halt die ganze Zeit lachen wegen seiner Frisur. Find die so geil. Ah, hier drinne. Diese verfluchten Ratstreffen. Ich sterbe eher an Altersschwäche, als dass meinen Kollegen der Gesprächsstoff ausgeht. Ach du alter Sack. Hör auf, an deine Demenz zu reden. Reden können sie offensichtlich am besten. Die Ratsmitglieder haben sich ihren Platz durch viele Siege und Opfer verdient. Respektiere das. Du bist Hals über Kopf in diese Sache reingerutscht. Du wirst auf Gefahren treffen, denen sich viele Jedi niemals stellen müssen. Ich kann dir nicht verdenken, wenn du Fragen hast. Jetzt hättest du die einzige Gelegenheit dazu. Ich hab nur eine Frage. Wieso habt ihr mich ausgewählt? Scheinbar hattet ihr seit Jahren keinen Padawan mehr. Wieso wollt ihr mich ausbilden? Als Jedi lernst du, deinen Instinkten zu vertrauen. Als ich dich in dieser Höhle getroffen habe, sagten mir meine Instinkte, dass ich dich ausbilden soll. Ich weiß nicht, wieso und zu welchem Zweck, aber die lebendige Macht hat uns aus einem Grund zusammengeführt. Bestimmt. Ich bin froh darüber. Ich freue mich darauf, von euch zu lernen. Ich rechne damit, dass ich auch von dir lernen kann. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt eine Gruppe Twi'lek-Pilger auf Tython. Sie kämpfen schon seit Monaten das heißt gegen die Fleischräuber. Die Republik hat uns gebeten, den Twi'lek unsere Hilfe zu verweigern. Boah. Sie haben sich illegal angesiedelt, aber ehrlich gesagt, brauchen wir sie. Wenn er jetzt noch einmal Twi'lek sagt, das heißt, nee, warte mal, jetzt habe ich es doch richtig gesagt. Twi'lek hat er gesagt. Oder war es Twi'lek?
Oh Gott, der verwirrt mich schon. Aber du musst es richtig aussprechen. Bitte sag nicht, dass das eine diplomatische Mission ist. Die Twi'lek stecken mitten im Krisengebiet. Ich schätze, du musst dich zu ihnen durchkämpfen. Die Twi'lek haben eine 7. Oh, hör auf damit! Das ist dein nächstes Ziel. Errichte ein Basislager und sprich mit der Matriarchin. Finde alles heraus, was die Twi'lek über die Fleischräuber... Junge! Ist. Digga, du gehst mir so auf den Sack mit deiner Aussprache. Ich bin bereit, wieder hinauszugehen. Gutes zu tun. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. Ja, dir nicht, ey. Lern erstmal das Aussprechen. Alter, ging das auf den Sack. Jetzt immer falsch ausgesprochen. Twi'lek. Da ist Twi'lek. Ach, meine Güte. So viele Probleme hier. Und ich muss mich mit so einem Scheiß befassen. Naja, passiert. Können wir ja noch ein paar Nebenaufträge mitnehmen? Oh ja, warte mal, hier ist doch einer auf der Karte. Hier, mit dir kann ich doch reden. Padawan, wie ich hörte, habt ihr mit euren Prüfungen begonnen. Meister Orgus spricht in den höchsten Tönen von euch. Es freut euch sicher, dass ihr so weit gekommen seid. Doch manche Jedi haben die Fähigkeit, mehr zu bewirken, mehr Leuten zu helfen. Interessiert? Ich mag Herausforderungen. Ich bin immer bereit zu helfen. Der Galaxis steht ein Krieg bevor. Das Sith-Imperium schmiedet ein Komplott gegen die Republik. Und die Republik sucht Hilfe bei den Jedi. Doch nicht alle, die ein Jedi werden wollen, sind fähige Kämpfer und Anführer. Viele sind Gelehrte, Diplomaten, Strategen und Wissenschaftler. Deshalb haben wir eine Simulation entwickelt, um Jedi und Padawane daraufhin zu testen, ob sie republikanische Truppen anführen können. Ach, keine Sorge. Ich kann gut mit einer Klinge umgehen, aber das... Was beinhaltet diese Simulation alles? Eure Bescheidenheit ist bewundernswert, aber unnötig. Ich habe bereits viel über euer Potenzial gehört. Die Droiden in diesem Dock wurden programmiert, um gemäß imperialen Militärprotokollen und Schlachtfeldtaktiken zu handeln. Zeigt eure Fähigkeiten, indem ihr diese Droiden besiegt, und ihr seid auf dem besten Weg, republikanische Truppen in den Kampf führen zu können. Traut ihr euch das zu? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Die erste Gruppe Trainingsdroiden wartet auf euch. Viel Erfolg. Rudi, ich werde es schon überleben. Auch wenn Clone Wars kommt. Ich metze die weg. Okay, ich muss jetzt die Scheiße hier aktivieren. Boom, bibe, boom. Dann. Was ist jetzt los? Ah. Irgendwas ist gerade passiert. Ah, hier. Ach. Der ist ja nichts. Das ist doch Mann. Gut, da habe ich jetzt mehr erwartet. Wollte der mir gerade helfen? Hä? Jin, was machst du da? Er ist verwirrt. Ich sehe es in seinen Augen. Ich glaube, der hat ja keine Augen.